Guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, guten Abend, liebes Internet und liebe Internetinnen. Ich begrüße zur 6. Ausgabe des literarischen Gesprächs Achtung Literatur, eine gemeinsame Veranstaltung des Deutschen Kulturzentrums im nordrumänischen Iași und des Museums für rumänische Literatur ebenfalls in Iași. Bună seara, dragi spectatoare, dragi spectatori, dragi internauți! Iată, ne ajungi la cea de-a 6-a ediție a seriei noastre de evenimente, atenție, literatură, în nordul Moldovei, din România, în Iași, un eveniment organizat în cooperare de către Centrul Cultural German din Iași și Muzeul Literaturii din Iași. Unsere Partner sind das Goethe-Institut, das Institut für Kultur und Geschichte Südosteuropas in München, der Verlag Lebada Neagră, das Büchercafé Erasmus und schließlich die Romanistik an der Humboldt-Universität Berlin mit meiner Wenigkeit. Mein Name ist Ingrid Baltag und ich führe uns heute Abend in konsekutiver Übersetzung durch die Kollegin Anna Maria Pellimario auch aus Iași durch den Abend. Parteneri în evenimentul organizat în această seară alături de Centrul Cultural German și Muzeul Literaturii Române din Iași sunt Universitatea Humboldt din Berlin, reprezentată și prin subsemnată aici de față, numele meu este Ingrid Baltag, Institutul Goethe, Institutul de Cultură și Istorie Germană a Europei de Sud-Est, IKGS, în München, Editura Lebăda Neagră și Büchercafé Erasmus, cafeneaua librărie Erasmus din Sibiu. În această seară am o mare bucurie să fiu gazda dumneavoastră, să discutăm împreună cu invitatul nostru. Ai uitat pe tine, Ana Maria. Prin intermediul traducerii consecutive a făcut subsemnata Ana Pălimariu. Și să o prezentăm și pe Mădălina. Da, sigur. Unser Spezialgast heute Abend ist der Autor Volker Kutter und die Übersetzerin seiner Romane ins Rumänische, Frau Mădălina Tvadoclib. Guten Abend. Oaspetele special în această seară la evenimentul, la ediția 6 a evenimentului Atenție Literatură este autorul Volker Kutscher, alături de traducătoarea primelor sale două romane, doamna Mădălina Tvardoclib de la Universitatea din Iași. Also, guten Abend. Bună seara tuturor, bine v-am găsit. Ja, das ist eine Zeitreise der besonderen Art. In diesen Kriminalgeschichten, die ich vorgefunden habe, die spielen die Geschichte dieser Reihe Kriminalgeschichten spielt in Berlin vor fast 100 Jahren. Ich freue mich sehr, dass nun diese Romane Volker Kutschers auch ins Rumänische übersetzt werden. Eine unter, ich glaube, inzwischen 20 Sprachen, in die sie übersetzt wurden. Ins Rumänische hat Frau Tvadoclib es geschafft, die ersten beiden Romane zu übersetzen und heute werden wir uns über den Pilotroman insbesondere unterhalten. În această seară vom avea parte de o călătorie specială în timp, deoarece romanul polițist care deschide seria romanelor scrise de Volker Kutscher își începe acțiunea acum aproximativ 100 de ani în Berlinul interbelic și după ce aceste romane au fost traduse în aproximativ 20 de limbi, sunt foarte, foarte fericită să fiu martoră la evenimentul care povestește și despre traducerea în limba română grație traducătoarei aici de față, Mădălina Tvardoclib, care a tradus atât romanul pilot, pe care ne vom concentra în principal în această seară, cât și cel de-al doilea roman. Volker Kutscher, wie erhält Gerion Rath, kommen Sie aus Köln und haben sich fiktional in Berlin niedergelassen?
1962 geboren, haben Sie, wie Sie gesagt haben, an einer Stelle brotlose Künste studiert und haben in der Redaktion einer Tageszeitung gearbeitet, bevor Sie hauptberufliche Schriftsteller wurden. Ich bin froh, Sie heute Abend bei uns zu haben. Sie sind wahrlich ein großer Fisch. Dragă domnule Volker Kutsche, precum personajul principal din romanul pilot Ghereonărat, proveniți de la Köln, v-ați născut în Köln, veniți de acolo și v-ați născut în 1920, în Germania interbelică, și ați studiat, după cum spuneți, în 62, ați studiat artele, după cum spuneți într-un interviu, după care ați lucrat în redacția unui cotidian. Mă bucur nespus de mult să vă avem oaspete în această seară, pentru că sunteți un pește mare. Ja, ich bin auch sehr froh, hier heute bei Ihnen zu sein. Also, danke dafür. Eu mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de voi. Also, Sie haben zwar brotlose Künste studiert, aber waren schon sattelfest in einem Beruf tätig als Journalist. Und dann haben Sie dann umgesattelt und sind Schriftsteller geworden und das auch noch höchst erfolgreich. Was kam denn zuerst bei Ihnen, die Liebe zum Krimi, die zur Geschichte oder die zu den goldenen 20ern in Berlin? Einen Augenblick für die Übersetzung. Deși erați deja un jurnalist de succes, aveați deja o profesie în mâini, o profesie bună și un nume, totuși ați ales să deveniți scriitor, scriitor profesionist, scriitor care trăiește din scris. Care din cele trei motive a fost principalul generator al acestei, principalul factor care a dus la această decizie? Dragostea de romane polițiste, dragostea de istoria Germaniei sau dragostea față de Berlin? Ja, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das alles auch ein bisschen natürlich ineinander greift und alles Gründe auch sind, warum ich diese Romanreihe angefangen habe. Aber wenn man das jetzt zeitlich eingrenzen möchte, kann ich sagen, also die Liebe zur Literatur der späten 20er, frühen 30er Jahre in Berlin, die habe ich schon als kleiner Junge gehabt, weil ich damals Erich Kästner entdeckt habe, der ja auch Kinderbücher geschrieben hat. Und da waren vor allen Dingen Pünktchen und Anton und Emil und die Detektive zwei Bücher, die mich sehr geprägt haben und die auch meine Liebe für, ja, ich sag mal, insgesamt die Literatur der neuen Sachlichkeit, von dem ich später sehr, sehr viele andere Romane noch gelesen habe, von Kästner, von Irmgard Keun, Alfred Döblin, Hans Fallada und so weiter, das hat damals seinen Anfang gemacht. Da, sigur, e o întrebare la care nu e deloc simplu să răspund, pentru că este puțin din toate, desigur, și dacă ar fi să limităm temporal, sigur, este dragostea pentru literatură, dar este și dragostea pentru această perioadă interbelică, pentru această perioadă, când spun, mă refer în special și la Erich Kästner, la romanul clasic Emil și detectivii, pe care l-am citit când eram copil și care m-a impresionat în mod foarte pregnant. Dieser Roman wird auch in der rumänischen Schule gemacht, also auch so rumänische Kinder in der zweiten oder dritten Klasse lesen diesen Roman. Am spus că și în România acest roman este lectură obligatorie pentru copii. Ja, das freut mich sehr, dass es auch bei Ihnen im Land bekannt ist. Darüber hinaus, also meine Liebe zur Geschichte spielt auch eine große Rolle. Das heißt, meine Liebe zur Geschichte, mein Interesse an Geschichte, Liebe ist vielleicht das falsche Wort dafür. Ganz einfach deswegen, weil diese Welt, die ich ja jetzt noch beschreibe in den ersten Romanen, die 1929 bis 32 spielen, die finden ja alle noch in dieser aber langsam untergehenden Welt der Weimarer Republik statt. Aber das Entscheidende an meiner Romanreihe ist ja, dass ich mit meinen Figuren, aber auch mit meiner Leserschaft über dieses entscheidende Jahr 1933 hinausgehe, in dem sich Deutschland ändert und von einer Demokratie zur Diktatur wird. Und das ist für mich entscheidender Antrieb, diese Romane da auch zu schreiben. Nicht nur diese Welt der neuen Sachlichkeit, diesen Berlin-Mythos der goldenen 20er, die ja gar nicht so golden waren, wieder
zum Leben zu erwecken, sondern wirklich zu sehen, was ist denn damals passiert in Deutschland, was ist in den Köpfen und Herzen der Menschen passiert. Und das möchte ich zeigen an möglichst vielen, auch sehr unterschiedlichen Figuren, mit denen ich auf diese Zeitreise gehe. Da, la mine este probabil un motiv puternic și poate nu neapărat iubirea pentru istorie, dar interesul pentru istorie și mai ales exact acest deceniu care este și puternic mitizat uneori, perioada aceasta între 1922-1932, lumea Republicii de la Weimar în perioada sa de declin, în ultima sa decadă, în perioada în care, practic, Germania a trecut de la democrație la dictatură. Și pentru mine a fost important să mă confrunt cu acest mit berlinez, cu această credință, cu această convingere că avem de-a face cu anii de aur ai Berlinului și cu felul în care adesea a fost reprezentat acest deceniu în literatură. A fost important pentru mine să mai privesc încă o dată asupra acestei perioade. Ja, das Genre des Kriminalromans wiederum habe ich gewählt, einmal weil ich ganz gern spannende Geschichten erzähle und auch selber gerne lese. Und da ist der Kriminalroman immer per se ja mit Spannung versehen. Aber vor allen Dingen auch aus dem Grund, weil es meinem Protagonisten, dem Kriminalkommissar Gerwin Rath, als Polizist erlaubt ist, auch dorthin zu gucken, wo der normale Mensch nicht hineingucken kann. Das können letztendlich nur Journalisten und Kriminalbeamte, die in alle möglichen Milieus eintauchen, um dort ihre Fälle zu lösen. Und so kann ich mit meinem Kommissar überall dort hineinspazieren, zu ganz reichen, zu ganz armen Leuten in alle möglichen Milieus. Das ist dann der dritte Grund, warum ich genau diese Kombination gewählt habe. Iar cu privire la genul literar la care m-am oprit, acest gen al romanului polițist, ca motivație interioară a fost faptul că, pe de o parte, îmi place să povestesc, desigur îmi place să spun povești care să aibă și ceva suspans, dar, pe de altă parte, ideea aceasta de a avea un protagonist care este polițist mi s-a părut atractivă pentru că el, spre deosebire de omul normal, are acest privilegiu că poate să aibă acces în mai multe zone ale vieții, în mai multe straturi sociale, să vadă ca și jurnalistul de altfel și ce înseamnă viața oamenilor bogați, viața oamenilor săraci și am putut prin intermediul lui să facilitez o privire mai profundă asupra straturilor sociale din Berlin. Ja, Sie haben sich tief in das Berlin des dritten Jahrzehnts, also ab 1929, eingelebt, eingedacht, investigativ waren Sie unterwegs. Vieles ist in der Topografie der Stadt, trotz Kriegszerstörungen nach dem Ersten Weltkrieg, noch gut zu erkennen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir natürlich ein anderes Stadtbild. Die Atmosphäre, die Sie eingefangen haben, die ist ambivalent. Die ist aufregend kosmopolit bis düster dekadent. Wir lesen nun einen kurzen Abschnitt vor, der uns in diese ferne Welt atmosphärisch katapultiert. Das ist eine Stelle eher zum Beginn des Romans, die die berühmte Ruine, wir kennen heute die berühmte Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, da ist sie natürlich noch ganz, weil die Bomben des Zweiten Weltkriegs sie noch nicht zerstört hatten. Aber unheimlich war sie damals auch schon. Ich lese die Passage dann auf Deutsch vor und danach wird sie auch in der rumänischen Fassung vorgelesen. Die Nacht war weit. Să traduc? Nu mai traduc ce a spus? Pasajul pe care îl voi, căruia voi da citire ne introduce în al treilea deceniu al Berlinului, deci anii din 20 până în 32, și este desigur o investigație, practic avem de-a face cu o investigație polițenească, avem de-a face cu topografia, pe de o parte, topografia orașului, care sigur se poate recunoaște din descrierea pe care o livrați în roman, dar și atmosfera care este deopotrivă ambivalentă, creată ambivalentă în sensul că avem pe de o parte o față cosmopolită a Berlinului, pe de altă parte
decadent, decadent întunecată, în declin. Și pasajele care ne introduc direct în atmosfera aceasta ambivalentă, eu m-am oprit la un pasaj care descrie biserica aflată deja într-un fel de ruină, care deja și pe atunci era oarecum străină, alienantă pentru privitor, biserica memoriei, Gedächtniskirche. Die Nacht war weit vorangeschritten. Düster ragte die Silhouette der Gedächtniskirche aus dem hell erleuchteten Häusermeer. Die monströse Kirche war das einzige Bauwerk in dieser Gegend, das nicht im Neonlicht ertrank. Sie schien die Nachtschwärmer allein durch die Anwesenheit ermahnen zu wollen. Dunkel schweigende Steinberge inmitten all des nächtlichen Lärms. Noaptea se apropia de sfârșit. Doar silueta bisericii memoriale trona asupra clădirilor din jur, fiind singura care nu era inundată de lumina neoanelor. Prin simpla ei prezență servea drept avertisment tuturor celor care își pierdeau nopțile în zonă. Era un munte tăcut și întunecat în mijlocul zgomotelor de noapte. Klingt gut, auch auf Rumänisch. Ja. Waren die 30er Jahre spannende Jahre? Sehen Sie in der, also es war ja eine Stadt, die sah noch vollkommen anders aus als heute. Da, erau acești ani, erau interesanți, erau captivanți, că vedem aici o atmosferă care e complet altfel decât cea de azi. Oder die Frage ist, die Atmosphäre immer noch ein bisschen gleich? Gibt es eine Parallele? Sau este atmosfera, sau este asemănătoare? Se poate face o paralelă din perspectiva dumneavoastră? Es waren ohne Frage natürlich spannende Jahre, interessante Jahre, und es waren auch Jahre der Experimente. Das war ja auf deutschem Boden auch ein Experiment, der erste demokratische Staat nach den ersten zaghaften und gescheiterten Versuchen. 1848 war es das erste Mal, dass ein demokratischer deutscher Staat versuchte, sich zu etablieren, und der ja auf doch recht wackeligen Beinen stand. Aber die ganze Gesellschaft war freier durch die Demokratie. Und das zeigt sich auch an diesem Bild so ein bisschen. Die Gedächtniskirche ist nicht erbaut worden, weil letzten Endes eine Kirche im Gedächtnis an den ersten Kaiser Wilhelm, ist nicht erbaut worden, damit sie dann von Kinos umringt war und Lokalen und so weiter und von Nachtleben. Die wurde tatsächlich in den 20er noch Kinokirche genannt, weil eigentlich nur Kinos drumherum waren. Und sie das einzige Gebäude war, was wirklich da nicht erleuchtet war. Heutzutage wird sie auch angestrahlt. Und sie wirkt immer so ein bisschen deplatziert, weil das war das Zentrum des Nachtlebens ringsum, Kurfürstendamm und so weiter. Das war der neue Westen, da tobte das Leben auch schon vor dem Krieg. Ja, und vielleicht übersetzen wir erstmal, dann mache ich dann den zweiten Teil. Da, sigur, anii aceștia erau ani foarte interesanți, interesanți în sensul că erau ani ai experimentelor. În această perioadă, practic, putem să vorbim de încercarea sau experimentul în care statul german pentru prima oară încearcă să impună o democrație sau încearcă să se impună o democrație în statul acesta, și simbolul acesta reprezentat prin Biserica Memorială are și de-a face cu regalitatea, cu Republica de la Weimar. Deci eu nu am gândit acolo că trebuie să ne gândim la cinematografele care sunt astăzi în jurul Bisericii Memoriale, și mă bucur că astăzi biserica aceasta este iluminată corespunzător, este scoasă, pusă în evidență printr-un sistem de iluminare care o pune în valoare, însă ea tot în zilele noastre are puțin un efect deplasat, înconjurată fiind de cinematografe și alte lucruri foarte comerciale. Ja, und die Parallele zwischen der damaligen Zeit und der heutigen Zeit, die ja zunehmend immer gerne und immer häufiger gezogen wird, da bin ich nicht ganz so dabei, muss ich sagen. Also, nein, ja, atmosphärisch. Atmosphärisch, nicht, ja, okay, nicht, ja, aber gut, das kann man auch auf viele Dinge beziehen, nicht nur auf die Atmosphäre. Da gibt es vielleicht eine kleine Parallele, die man vielleicht nennen kann. Damals der regierende Bürgermeister
Wovereit hat es ja so ein bisschen auf den Punkt gebracht, arm aber sexy. Das gilt ja immer noch so ein bisschen. Berlin wird zwar, ist auch deutlich teurer geworden seit diesen Zeiten, wo er das gesagt hat, aber es ist immer noch so, unter den europäischen Metropolen ist Berlin sicherlich immer noch eine der preiswertesten, wenn man dort feiern will, wenn junge Leute dort feiern wollen. Also man kann doch besser preisgünstiger feiern als in London oder Paris jedenfalls und auch Madrid und so weiter. Und auch preisgünstiger in einigen anderen deutschen Städten, auch preisgünstiger als in München oder Hamburg. Und deswegen zieht es auch immer noch nach wie vor sehr viele Feierwillige und Wütige aus aller Welt an. Jetzt etwas schwieriger in Corona-Zeiten, aber das ist eine kleine Parallele, aber dennoch ist es eine ganz andere Stadt als damals. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Es ist sehr, sehr schwer, das zu vergleichen. Auch die, also ein weiterer gesellschaftlicher, politischer Vergleich ist vielleicht natürlich schon, der das auch heute Demokratie in vielen Ländern, auch in Deutschland, bedrohter ist, als es noch vor einigen Jahren war, aber auch aus ganz anderen Gründen, als es das damals war. Aber ich finde das sehr, sehr schwer zu vergleichen. Gleichwohl finde ich, ich bin Historiker, auch nur Nebenfachhistoriker. Ich finde, natürlich kann man aus der Geschichte Dinge lernen. Man kann Warnungen sehen, aber Geschichte wiederholt sich eben auch nicht. Also so einfach sind die Lehren aus der Geschichte dann leider auch nicht. Ia, da, practic primarul, la un moment dat unul din primarii Berlinului spune că de fapt unul din cele mai avantajoase orașe ale Europei pentru distracție, pentru a petrece, este Berlinul. Poate că asta este un soi de paralelă, că și atunci Berlinul era un loc în care oamenii veneau și pentru distracție sau trăiau distrându-se. Și o altă mică paralelă atmosferei de atunci și de acum este că democrația de asemenea este mai amenințată. Sigur, atunci democrația fragilă pe atunci era amenințată de alți factori, să spunem intern, da, ai național-socialismului. Astăzi este din alte motive amenințată decât cele de atunci, dar este și astăzi una fragilă. Și din acest punct de vedere, da, se poate face o paralelă. Însă eu am considerat că din istoria acelei perioade, în orice caz, putem să extragem niște învățăminte. Also, der Roman, über den wir heute sprechen, ist der vierte, ihr vierter Roman, aber er ist der erste in der Reihe der Kriminalromane, in dem ein Kriminalkommissar aus Köln mit dem merkwürdigen Vornamen Gerion und im Nachnamen Rath in der Rolle des Detektivs schlüpft. Er ermittelt in Berlin im Frühjahr des Jahres 1929. Und das ist für mich persönlich auch eine Entdeckung gewesen, denn ich hatte vorher den Film gesehen. Wie viele andere in diesem visuellen Zeitalter bin ich über die Serie darüber zu den Romanen gestoßen, was auch überhaupt kein Schaden war, denn es gibt noch beträchtliche Unterschiede. Also ihr erster Roman ist die Vorlage für die ersten beiden Reihen der Fernsehserie. Jedenfalls, ich habe für mich einen inhaltlich sehr, sehr dichten Roman entdeckt. Und der Film hat mir gar nicht den Plot des Romans verdorben. Ich habe so viel, viel mehr Facetten entdeckt. Das ist eine sehr intelligent konstruierte Kriminalgeschichte. Und das erzählt mir nebenher sehr viel über die Zeit, über das Denken der Menschen damals, also über die Atmosphäre dieser Epoche und über, auch über politische Ereignisse. Natürlich hat man die Gesichter der Schauspieler im Kopf, aber es sind auch so andere Bilder, die sich ja drüber dazwischen drängen, auch Bilder berühmter Filme wie Casablanca oder Der dritte Mann und so weiter. Okay. Practic, domnule Kutscher, acesta este al patrulea dumneavoastră roman și primul din seria romanelor polițiste, iar personajul Gerion Rath este un detectiv care în primăvara anului 1929 face o investigație. Și eu
practic, eu la început, prima dată, am văzut filmul, ca probabil multă altă lume aici de față, pentru că, na, trăim în epoca aceasta a vizualizării, epoca vizuală, epoca filmelor, a videourilor. Și serialul, trebuie să mărturisesc, n-a fost deloc ceva păgubos pentru mine, ceva care să mă împiedice sau care să-mi limiteze experiența lecturii. Chiar dacă a fost înainte, am putut ulterior să descoper romanul și a fost extraordinară experiența lecturii, chiar dacă în anumite momente fețele actorilor apăreau în fața ochilor mei, totuși am avut și experiența unor imagini mult mai vechi, mult mai, să spunem, imagini clasice din filme precum Casa Blanca sau Al treilea om. Und wie ist denn diese vollkommene Recherche gelungen? Denn Historiker und Kritiker und andere Fachleute haben keine faktischen Fehler gefunden. Es wurde immer gelobt und die Geschichte scheint bei Ihnen wirklich ein fundiert recherchierter Hintergrund zu sein. Wie war das sehr aufwendig? Da, vreau să vă adresez o întrebare referitor la cercetarea de care a fost nevoie pentru redactarea acestui, crearea acestui roman, acestei serii de romane, pentru că dacă este să cercetăm ce a spus și critica de întâmpinare, ce au spus recenziile, nu a fost găsită nici măcar o singură eroare factuală referitoare la istoria pe care o abordați. Romanele au fost foarte lăudate și lumea a fost de acord că ele se bazează pe o cercetare foarte serioasă, fundamentată, istoric. Și vreau să vă întreb dacă toată această cercetare, toată această documentare, pregătire pentru romanele dumneavoastră a fost o investiție semnificativă de timp, dacă a fost un efort susținut sau cum a fost experiența pregătirii documentare. Ja, es ist mir ja schon sehr wichtig, dass ich die Zeit eintauche, mich doch zurechtfinde, dass die Fakten sozusagen stimmen, weil ich ich bin Romancier, also ich schreibe Fiktion, das heißt, ich lüge, ich erfinde Geschichten, die so nicht geschehen sind, die so nicht stattgefunden haben. Mein Kommissar Gerion Radin hat es nie gegeben, das ist eine fiktionale Figur, wie viele andere auch. Und selbst die Figuren, die es gegeben hat, wie Ernst Gennert, ich habe so ein paar, die auch historisch belegt sind in der Polizei, nicht so sehr prominente meistens, die man auch gar nicht so sehr kennt, aber auch die, wenn sie bei mir auftauchen, sind natürlich fiktive Figuren, weil sie Dinge machen, die sie in ihrem richtigen Leben nie gemacht haben, nie machen konnten, weil Ernst Gennert einem Gerion Rath ja nie über den Weg gelaufen ist zum Beispiel. Aber umso wichtiger ist es mir, dass der Hintergrund stimmt und was mache ich da an Recherche? Alles im Grunde genommen. Ich nutze alle Quellen, die ich für Fakten, aber auch für Atmosphäre nutzen kann. Deswegen gehören natürlich auch Filme und Fotos dazu. Alte Aquarelle, Werbeaquarelle, die zum Beispiel, da gibt es ein schönes, wo man eben diese dunkle Gedächtniskirche sieht mit den bunten Kinos und so, ringsum mit der bunten Werbung. Aber natürlich auch Geschichtsbücher, alte Zeitungen, alte Straßenpläne, alte Straßenführer, wo dann auch genau die Adressen der Polizeireviere verzeichnet sind, alte Speisekarten, Werbung, alles. Ich muss dazu sagen, ich mache das aber auch nicht nur zweckgebunden, um die Romane schreiben zu können. Ich mache das auch, weil ich mich persönlich für die Zeit interessiere und möglichst viel auch Alltägliches ganz einfach wissen möchte. Und deswegen da einfach auch immer viel, viel mehr sammle, als ich das dann konkret für die Romane später dann brauche. Und der entscheidende Schritt, sage ich mal, die wirkliche Zeitmaschine und was ich auch immer am Ende der Vorrecherche mache, das ist tatsächlich dann die Lektüre der Tageszeitung zu der Zeit, in der der Roman spielt. Ich schaue mir also nicht die Zeitungen eines ganzen Jahres an, dann, aber wenn ich weiß, die Geschichte spielt 1929, in dem Fall eben im Frühjahr, dann schaue ich mir da zwei, drei Monate die Tageszeitung an und schreibe da eben auch ganz viel raus. Was war in Berlin los? Welche Verkehrsunfälle? Kleinigkeiten? Welche Witze hat man in der Zeitung erzählt? Wie war das Wetter? Und auch da, was kostete denn damals ein Hut oder ein Auto oder ein paar Schuhe? So, das sind alles Dinge, die mich interessieren.
Perfect. Ia, practic, da, eu de fapt pur și simplu m-am cufundat în acea perioadă. Na, eu sunt romancier, deci practic mint. Asta este principala mea preocupare. Acest comisar, desigur că nu a existat și chiar și alte personaje care pot fi probabil unele identificate au foarte multe laturi fictive, dar desigur că pentru mine a fost important ca într-adevăr contextul să fie unul corect din punct de vedere istoric. Și cum am făcut asta? Cum am procedat? Am folosit foarte multe filme și fotografii, am întrebuințat și multe cărți istorice, ziare, hărți ale orașului, diferite versiuni ale hărților respective, meniuri de restaurante. Dar un lucru care mi-a fost de folos, un lucru central, a fost, desigur, cotidianul, pentru că, pur și simplu, el a fost foarte important pentru mine, nu neapărat în sensul că am citit tot anul 1929 sau tot anul 1930 al unui ziar cotidian, ci am colecționat anumite pasaje. A fost pentru mine instrumentul care m-a ajutat cel mai mult să creez această mașină a timpului, de a putea să ajut cititorul să se transporte în acea perioadă, pentru că în ziarele respective am urmărit foarte multe detalii, am urmărit ce citeau, adică ce îi preocupa pe oamenii de atunci, ce accidente aveau loc în Berlin, cum era vremea la Berlin, care erau bancurile de care se râdea la Berlin, cât costa o pălărie la Berlin. Toate aceste mărunte lucruri care constituiau la oaltă cotidianul berlinezilor a fost pentru mine o adevărată comoară să o întrebuințez pentru, ca material de pregătire. Inzwischen erreicht sich schon ein Kommentar, ein Kompliment eigentlich auf im Kommentarmodus des Chats. Aber es hat keine Frage. Also auf jeden Fall, Herr Jonel Balan macht Ihnen ein Kompliment und vor allen Dingen auch dem rumänischen Verlag, der die bisherigen zwei Romane zur Verfügung gestellt hat, in der Hoffnung, dass er auch noch die restlichen in rumänische Übersetzung lesen kann. Der Kommentar ist ziemlich lang und ziemlich genau zum Punkt und lässt also einfach an den Autor und der Übersetzerin seine Komplimente weitergeben. Avem deja și comentarii aici în întâlnirea noastră. Ele nu sunt neapărat întrebări, sunt complimente adresate, desigur, autorului din partea domnului Ionel Balan și din partea editurii. Pe de o parte adresate autorului, editura Lebăda Neagră și pe de o parte, desigur, pe de altă parte adresate traducătoarei care a realizat traducerile atât de frumoase. Der plot des Pilotromans, des ersten Romans Der nasse Fisch, Pechteleud, ist kurz erzählt, ohne zu viel zu verraten, für diejenigen, die das noch nicht gelesen haben. Nach einem kurzen, geheimnisvollen Rückblick-Intro, das zunächst einmal neugierig macht, geht es im ersten Kapitel gleich mit der ersten Leiche los, der Tod eines Autofahrers. Ein Auto fliegt in die Spree, in den Kanal und das beschäftigt die Kriminalpolizei und den Polizistenrat, der inoffiziell und im Alleingang anfängt zu recherchieren, wahrscheinlich aus einem psychologischen Impuls heraus, denn er ist frisch aus Köln importiert, wo er im Ansatz einen Menschen getötet hat. Er ist quasi nach Berlin versetzt worden, nach diesem Berufsunfall. Und vielleicht ist das auch eine psychologische Kompensation, dass er anfängt, auf eigene Faust zu recherchieren. Er braucht ein Erfolgserlebnis. Aber es ist auch eine immer brisantere Geschichte, die ihn vorantreibt und vor allen Dingen abseits der offiziellen Pfade zu recherchieren. Bei genauerem Hinsehen entdecken dann die ermittelnden Kriminalkommissare auch, dass es sich um einen Mord handelt, nicht um einen banalen Unfall. Der Satz heißt, das Auto hing am Haken des Bergungskrans wie ein zu groß geratener Fisch. Ja,
Soll ich übersetzen? Ja, ja, gern. Okay. Da, intriga, acțiunea în primul roman este mai întâi după o scurtă retrospectivă, deci deja de la primul capitol ne întâlnim cu un cadavru și acest cadavru este, deci avem o descriere cum acest cadavru este scos din canalul râului Spree. Și deci personajul nostru principal, Gereon Rath, care este un polițist mutat de la Köln la Berlin, deoarece a avut un incident în timpul unei intervenții ca polițist a omorât pe cineva și atunci el este mutat la Berlin și e interesant ce trezește interesul cititorului este ce îl motivează pe acest om, probabil este și o compensație psihologică, ce îl motivează pe Gereon Rath să investigheze în afara cadrului agreat cu echipa de la Berlin. Deci nu este un banal supus al poliției din Berlin, ci încearcă să caute singur o rezolvare. Oricum nu are încredere că ar putea să aibă deja niște colegi, o echipă la Berlin și trebuie să găsească ceva ce nimeni nu a găsit, să se profileze, că reușește să rezolve un caz foarte dificil. Geht es Ihnen denn ähnlich wie am Helden? Hat der Blick ins Innere dieser Zeit Ihnen Dinge offenbart, die Sie aus den Geschichtsbüchern nicht kannten? Citesc acum și pasajul acela, pasajul care arată cum a scos cadavru. Mașina atârna de cârligul automacaralei ca un pește prea mare. Și aș vrea să vă întreb, domnule Volker Kutscher, vă simțiți și dumneavoastră așa ca personajul Gereon Rath, în sensul că privirea în profunzimea lucrurilor pare să nu fi fost rezolvată de privire, adică trebuie să fie a dumneavoastră acum să adauge un plus de valoare față de privirile celorlalți asupra istoriei de atunci și simțiți nevoia că trebuie să aduceți și privirea dumneavoastră alături de celelalte priviri, celelalte perspective care au privit în istoria acelei perioade. Oder vielleicht auch anders formuliert, glauben Sie, dass die Fiktion zumal so richtig in dieser spannenden Form von Kriminalgeschichten uns die Realität näher bringen kann als Faktenjournalismus und Statistiken? Altfel întrebat, altfel spus, credeți că ficțiunea, povestea ne aduce mai aproape lucrurile care s-au întâmplat atunci decât ni le-ar putea aduce cifrele, statisticile, jurnalismul științific și alte astfel de instrumente? Ja. Ich habe eben schon gesagt, also die Lüge, die Fiktion eigentlich ist, ist ja eine ganz besondere Lüge, weil sie nämlich eine Lüge ist, die der Wahrheit auf der Spur ist. Sie möchten die Wahrheit aufspüren mit ihren Mitteln und das ist das Zaubermittel sozusagen der Empathie, mit dem ja alle Fiktion funktioniert, beim Schreiben, aber wie auch beim Lesen. Und was ich versuche, also nichts gegen Fakten. Fakten sind sehr wichtig und auch ob jetzt journalistisch oder auch eben historisch oder durch die Geschichtswissenschaft sind viele Dinge ja auch geklärt und auch aufgedeckt worden und nacherzählt, wie Deutschland sich damals entwickelt hat, warum letzten Endes die Nazis an die Macht gekommen sind und nicht irgendjemand anderes, warum ausgerechnet es die schlimmstmögliche Entwicklung genommen hat, ja nicht nur für Deutschland leider, sondern auch für einen großen Teil der damaligen Welt. Das habe ich auch alles mit Freuden gelesen und das ist auch sehr, sehr erhellend in vielerlei Hinsicht. Aber gleichwohl bleibt da immer so ein Rest, oder manchmal auch sehr großes. Aber warum? Warum ist Deutschland zu solch einem Land geworden? Und ich glaube tatsächlich, dass da die Fiktion die Möglichkeit bietet, durch diese Empathie da etwas aufzuspüren, etwas nachzufühlen, nachzuempfinden, sich auch natürlich die Frage zu stellen, die ich für sehr wichtig halte, was hätte ich denn damals in dieser oder jener Rolle, eben in meinem Roman, aber auch als wirklich existierender Mensch, in der Rolle meiner Großeltern, was hätte ich denn gemacht? Wie hätte ich reagiert auf diese zum Teil ja wirklich dramatischen Veränderungen, auch moralischen Veränderungen, weil das, was früher gut war, plötzlich böse war und
umgekehrt, wie hätte ich da reagiert? Das ist mir halt wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und diesen Erkenntnisgewinn kann man nicht auf eine Formel bringen, aber man muss es eben ja, lesend miterleben oder eben schreibend miterleben. Und das tue ich. Da, spuneam mai devreme că eu mă ocup cu minciunile. Sigur, e vorba de minciuni care urmăresc adevărul, care încearcă să meargă pe urmele unui adevăr, desigur, cu mijloacele proprii ale ficțiunii, care sunt niște mijloace specifice în sensul de empatie. Empatie avem nevoie și atunci când scriem și atunci când citim. Sau este ceea ce se generează când facem și una și alta. Și, desigur, e bine cunoscut faptul că multe lucruri, multe fapte s-au dezvăluit cu privire la trecutul Germaniei, la istoria, prin metodele jurnalistice, științifice, istorice, istoriografice. Dar de ce? Întrebarea aceasta totuși rămâne, este ca un rest insolubil, indisolubil, acest de ce a devenit Germania o asemenea țară? Și credința mea a fost, o speranța mea a fost că, de fapt, ficțiunea oferă o oportunitate, ce aș fi făcut, o oportunitate de a empatiza cu această întrebare, ce aș fi făcut eu dacă aș fi trăit atunci, ce aș fi făcut dacă aș fi trăit asemenea schimbări dramatice, cum au fost cele de atunci, cu criza, prăbușirea bursei și toate acele lucruri care s-au întâmplat, cum aș fi reacționat și, practic, ceea ce am încercat, ceea ce încerc eu să fac este să contribui cu un fel de plus valoare a acestei conștientizări prin intermediul empatiei pe care o putem genera. Cititorii își pot pune, pot avea aceste conștientizări. Oare eu cum aș fi putut reacționa atunci și probabil să nu judecăm la fel de dur lucrurile care s-au întâmplat. Ja, der Erste Weltkrieg hat seelische und menschliche Krüppel hinterlassen, der Erste Weltkrieg. Eine Frau wie Charlotte Ritter darf zwar als Kriminal Assistentin arbeiten, aber nicht offiziell. In der folgenden Szene, die ich auch gerne vorlesen möchte, ermittelt sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag, frisch aus dem Tanzpalast geholt und noch im Abendkleid. Da, practic, primul război mondial a lăsat în urma lui o sumedenie de schilozi fizici și psihici. Charlotte Richter, însă și nu, de exemplu, în romanul dumneavoastră, nu are voie să profeseze, deși are competența necesară. Ea poate să lucreze ca asistentă la poliție doar inoficial și pasajul pe care l-am ales ca să-l citim este unul în care ea iese de la Sie spürte, wie der Schupo auf ihr Kleid starrte. Sie spürte es, obwohl sie voranging. Sie hatte sich das grüne Tanzkleid vor ein paar Tagen erst genäht und wusste, dass es ihre Figur betonte. Und einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer wirklich langen Beine sehen ließ. Sie trug es heute zum ersten Mal. Und vorhin auf dem Parkett des Mocha Efti hatte sie sich darin auch richtig wohl gefühlt. Da genoss sie es, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen. Das war beim einem ersten Rendezvous nie verkehrt. Jakob sollte nicht glauben, dass er sie sicher hatte, dass ihr das Herz bis zum Halse schlug. Wenn er sie anlächelte, hatte er hoffentlich nicht bemerkt. Simțea, cum polițistul se holbează la rochia ei. Simțea asta chiar dacă mergea înainte. Își cususe rochia de dans verde acum câteva zile și știa că îi accentuează figura și că îi lăsa la vedere o parte însemnată a picioarelor cu adevărat lungi. O purta azi pentru prima dată și mai devreme, la Mocha Efti, chiar se simțise bine în ea pe ringul de dans. Acolo îi făcea plăcere să atragă privirile bărbaților asupra sa, ceea ce nu era niciodată un lucru rău la prima întâlnire. Iacob nu trebuia să fie prea sigur pe el. Spera că nu a remarcat că inima îi bătea nebunește atunci când îi zâmbea.
Ich habe an dieser, bei dieser Szene oder ein bisschen später, als der Strumpf auftaucht in der Handlung, ist mir dann plötzlich Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen auch eingefallen. Das ist natürlich ein anderer Typus Mädchen. Das kunstseidene Mädchen, ich weiß nicht, ob das schon ins Rumänische übersetzt worden ist, dieser Roman. Vielleicht weiß das unsere Übersetzerin. Jedenfalls, es sind ja auch an anderen Stellen solche ähnlichen Referenzen eingebaut. Das ist ein toller Typ Frau, den Sie da entworfen haben, die Charlotte Ritter, Charlie. Was ist das für eine ungewöhnliche Frau? A trebuit să mă gândesc atunci când am citit acest pasaj și la un alt personaj mi-a venit Das kunstseidene Mädchen, nu știu dacă este tradus în limba română, fata din mătase sau din făcută din mătase de Irmgard Kerms. Coin. Nu știu dacă aș putea să vă întreb ce fel de femeie este această femeie atât de deosebită. Este un personaj absolut special. Vreți să ne povestiți puțin despre ce ați intenționat? Ja, erstmal zu Irmgard Keun, bevor ich zu Charlie komme, weil ich verehre sie auch sehr. Ich finde, Irmgard Keun hat ein tragisches Schicksal gehabt, weil sie, wie so viele in ihrer Generation, dann auch emigrieren musste. Aber sie hat eben einfach tolle Romane geschrieben. Und das kunstseidene Mädchen, das Sie gerade ansprechen, das entlarvt ja durch die scheinbare Naivität ihrer Hauptfigur total. Die damalige Männerwelt, hauptsächlich Männerwelt, aber überhaupt die damalige verlogene Welt. Und das macht sie in ihrem Roman Nach Mitternacht, denn im Dritten Reich verspielt, nochmal auf dieselbe Art und Weise mit der frühen Nazi-Gesellschaft. Also von daher beides sehr, sehr lesenswerte Bücher. Und ja, meine Charlie ist wahrscheinlich so ein bisschen auch so eine Figur wie Irmgard Keun. Oder ja, das sind die Frauen, die damals die zwar erstmal sehr theoretischen Möglichkeiten der Republik nutzten, also die neuen Freiheiten, nicht nur das Wahlrecht, sondern auch andere Dinge, dass man plötzlich Berufe ausüben durfte, die einem früher verwehrt gewesen waren. Und Charlie möchte zur Polizei, sie ist es noch nicht, sie ist tatsächlich in meinem Roman erstmal als Stenotypistin dort angestellt in der Mordinspektion, aber da sie so scharfsinnig denkt und auch gefördert wird von Wilhelm Böhm und auch von Ernst Gennertz, zwei ihrer Vorgesetzten, wird sie auch, hört man auch auf das, was sie sozusagen hat, kriminalistisch. Also sie wird nicht nur als mitschreibendes Mädchen da eingesetzt und sie studiert Jura auch, was auch sehr, sehr ungewöhnlich war, um Polizistin zu werden und muss sich sowohl an der Universität, aber noch mehr im Polizeipräsidium in einer Männerwelt durchsetzen. Und das ist ja auch heute noch so. Wenn man heute als Frau in eine Berufswelt möchte, die männerdominiert ist, ist das, glaube ich, nicht so wirklich schön immer. Man muss dann mit Anfeindungen rechnen, wird gemobbt und hier und da muss man einen komischen Blick und Schlimmeres ertragen. Das ist das, was Charlie auch erlebt. Und ich wollte ganz bewusst diesen Blickwinkel einer emanzipierten Frau, die diese Fortschritte der Zeit nutzt, wollte ich einbauen in meine Romane, weil dieses Erleben in Männerwelten und wie es ihr da geht, das setzt sich auch fort in den späteren Romanen. Und zum Teil passiert ja da Schlimmeres als jetzt im ersten Roman. Und aus dem Grunde ist auch sie ganz besonders klar politisch aufgestellt, weil für sie ist klar, dass sie die Republik möchte und nicht die Nazis, weil die Nazis ihr all das, was sie erreichen wollte, wieder nehmen, beruflich und auch privat. Da, mai întâi, referitor la Irmgard Keun, sigur, povestea sa este tristă deoarece a emigrat, a trebuit să emigreze, dar într-adevăr, personajul principal este pentru mine ceva valoros, mă inspiră, pentru că avem de-a face cu expunerea acelei femei într-o societate a nazismului, a național-socialismului timpuriu. Și, practic, asta și eu mi-am dorit în momentul când am conceput personajul lui Charlie. Ea este reprezentanta celor care vor să se bucure de noile libertăți pe care le are o republică. Ea nu-și dorea
aceste noi libertăți oamenii își doreau să le folosească, da? Adică ea apare ca dactilografă, dar pentru că este foarte isteață, este solicitată de fapt inoficial și să ajute în cazurile de investigație criminalistică. Este de asemenea un factor puțin atipic, este că ea studiază dreptul, ceea ce la vremea respectivă era de asemenea o lume a bărbaților, nu doar poliția unde lucra ea ca dactilografă, dar și ca asistentă criminalistă. Practic, ea a fost importantă, valoroasă pentru mine că aduce perspectiva aceasta a femeii emancipate și mi-am dorit foarte mult să adaug această perspectivă pentru că, desigur, că Charlie își dorește Republica și nu național-socialismul. Pentru că această alegere înseamnă pentru ea păstrarea a ceea ce a dobândit atât din punct de vedere privat, cât și din punct de vedere profesional. Republica îi poate fi un garant, pe când național-socialismul îi va confisca, ea simte lucrul acesta. Danke für die Antwort. In diesem ersten Roman liegt was in der Luft. Sie zeichnen diese Unruhe nach, der Tanz auf dem Vulkan in dieser Epoche, die aber auch ein wichtiges erstes großes demokratisches Experiment war in Deutschland, diese Weimarer Republik. Und es sind aber auch schon so die ersten Zeichen, das Kippen dieses Deutschen Reiches in den Faschismus zu spüren, der fragile Frieden. Die realen historischen Ereignisse spielen eben eine sehr große Rolle im Denken und Handeln und im Handlungsgefüge der Geschichte, im Denken und Handeln der Figuren. Und in einer Szene wird beschrieben, wie Gerion Rath zu einer Männergesellschaft im Privathaus seines Vorgesetzten Bruno Wolter eingeladen ist. Da lernt er verschiedene Menschen kennen, mit denen dieser Bruno Wolters im Krieg zusammen, im Ersten Weltkrieg zusammen gekämpft hat und sich also Männerfreundschaften entwickelt haben, die dann ein Echo haben über die Zeit. Und das spielt auch eine sehr große Rolle im Handlungsgefüge später. Da, este o scenă, sper că am înțeles bine, Ingrid, dansul pe vulcan. Nu, spuneam atmosfera descrisă este a orașului o perioadă foarte, foarte interesantă, foarte dinamică, dar este ca un dans pe un vulcan. Ca o metaforă, am înțeles. Simțim această, nu contradicție, simțim ce puteri. Da. Sunt în profunzime. Da. 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 Practic, dacă rămânem la această descriere a atmosferei, cumva din felul cum descrieți, cum se conturează romanul, se simte în substraturi, ca și cum am dansat pe un vulcan, se simte proximitatea căderii, aprehensiunea căderii Republicii, se simte fragilitatea momentului de pace. Există o scenă în care personajul nostru principal, Gerion Rath, este invitat la superiorul său de la poliție, este invitat la el acasă și acolo se conturează foarte clar acele relații de camaraderie dintre cei care fuseseră camarazi pe front în primul război mondial, relații care vor avea repercursiuni în constelația romanului mai departe, în acțiunea care urmează. Und am Schluss der Szene, die ich nun nicht mehr zitieren werde aus Zeitgründen, da wird Gerion eine Antwort geben, die mich sehr beeindruckt hat. Er sagt, er kontert, also der Generalmajor Alfred Segers, mit dem er sich unterhält, der will
indirekt praktisch rekrutieren in diese Gruppe. Und der Gereon-Rat blockt ab und sagt, das ist bei mir an der falschen Adresse. Ich bin Polizist, ich bin kein Soldat. Und ich lasse mich nicht für Dinge einspannen, die über diese Aufgabe hinausgehen. La finalul acestei scene, acum nu mai citim scena din motive de timp, dar rezumând, la finalul acestei scene, polițistul nostru, eroul, Gereon Rath, este acostat de către majorul, cred că îl cheamă Alfred Zegers, majorul care urmează să devină un mare nazist, și acest major vrea să-l recruteze pe Gereon Rath, și răspunsul pe care îl dă Gereon este: sunteți la adresa greșită, eu sunt polițist, eu nu sunt soldat care se lasă regimentat sau angajat într-o cauză pe care nu o împărtășește, nu o îmbrățișează. Și acesta este un pasaj important pentru a înțelege valorile acestui personaj. Was sind denn das für Kräfte, die nicht offiziell existieren als Vereine? Es ist ja auch die Rede von so Ringvereinen. Was sind denn das für Strukturen? Sind das offizielle Strukturen, die hier immer wieder eine große Rolle spielen? Die Menschen organisieren sich, ob jetzt Verbrecher oder nicht Verbrecher sind, aber sie organisieren sich auch außerhalb der öffentlichen Strukturen. Was ist das denn für eine Organisation? Ce apare aici ca întrebare interesantă pentru cititorul care se cufundă în lectură este: care sunt acele forțe care există, care sunt asociațiile sau asocierile sau structurile care practic facilitează ca oamenii care sunt în funcții publice să ajungă să joace rol de infractori? Care sunt pârghiile sau care sunt structurile care duc la faptul ca astfel de lucruri să se contureze, să se cristalizeze în afara structurilor publice? Ja, die Kreise, in denen sich Gereon Rath da bewegt, oder diese Party, die er da gerät, von seinem Kollegen Bruno Wolter, das sind ja keine Nazis, das sind ehemalige Soldaten, Offiziere, die reaktionär sind, die aber eher das Kaiserreich sich zurückwünschen oder aber vielleicht noch als Alternative eine Militärdiktatur, aber die auch über die Nazis im Jahr 1929 jedenfalls genauso lachen, die lächerlich finden, wie viele andere auch. Die Nazis, das waren damals auch eine Splittergruppe und man hat sie nicht wirklich ernst genommen. Der Gedanke, dass die ja, 3-4 Jahre später dann an der Macht sind, das hätte man damals wahrscheinlich gelacht, hätte das einer ernsthaft behauptet. Jedenfalls, diese Kreise waren zum Teil natürlich organisiert auch. Ganz viele da aus dieser Herrenrunde sind im Stahlhelm organisiert. Das war so ein Bund ehemaliger Frontkämpfer, ähnlich wie die SA ja auch, wie der Rotfrontkämpferbund auf Kommunistenseite. Die marschierten in Uniform damals durch die Straßen Berlins und auch andere Städte und machten Wahlkampf, mehr oder weniger friedlich. Das ging ja dann in den frühen 30er Jahren auch irgendwann zunehmend gewalttätig zu, vor allem wenn auch Kommunisten auf Nazis trafen. Und die meisten dieser Gruppierungen, das waren Paramilitärs, das waren aber auch Republikfeinde. Es waren ganz klar Feinde dieser Staatsform, dieser neuen. Der Stahlhelm wollte keine Republik. Die SA natürlich auch nicht und der Rotfrontkämpferbund wollte auch eine Räterepublik, der wollte eine kommunistische und in den Jahren schon eine stalinistische Struktur schaffen. Also die parlamentarische Republik wollten die alle nicht. Diese Intrigen der alten Granden sozusagen, der alten Machthaber im Militär, in Verwaltung, aber auch und in der Justiz und so weiter, auch in der Presse,
Die haben all die Jahre über immer an den Stühlen der Demokratie gesägt und selbst im Jahr 1933 war es ja einer aus diesen Kreisen, nämlich der Reichspräsident Hindenburg, der Hitler zum Kanzler machte. Und da waren wenige Nazis in dem Kabinett. Das war eigentlich ein Kabinett aus Reaktionären, die dachten, wir nutzen mal diesen Hitler mit seiner Machtbasis. Und da gibt es ja noch ein Zitat von Herrn von Papen, der das damals angeleiert hat. In wenigen Wochen haben wir den Herrn Hitler so in der Ecke, dass er quietscht. Aber bekanntlich war es anders. Irgendwann hatten diese Reaktionäre im Kabinett überhaupt nichts mehr zu sagen und Deutschland wurde zu einem Nazi-Land. Aber das wird jetzt auch zu weit, wenn ich da noch mehr historisch aushole. Jedenfalls, das sind so die Kreise, in denen Rath da unterwegs ist und es war damals sehr viel in Deutschland eben auch organisiert. Ich war eben noch ganz kurzer Exkurs, das Thema Ringvereine haben wir noch angesprochen. Das waren die Verbrechervereine. Das Verbrechen in Deutschland war anders als in den USA oder Italien, wo das ja in der Mafia die Familie immer war. In Deutschland war es der Verein. Das wurde dann mit Vereinsvorstand und Kassenwart und allem, was dazu gehört, und mit einem jährlichen Stiftungsfest. Das fand ich, ist heute nicht mehr so, aber damals war das so. Das fand ich auch tatsächlich ganz unterhaltsam, diese Struktur. Ja. Raffen wir ein bisschen zusammen, Anna-Maria. Ja. Da, cercurile în care se mișcau, în care trăiau acești prieteni, sau acești oameni, în pasajul pe care l-ați ales, cum este Bruno Walter, sigur, nu erau deja naziști, erau foști soldați, ofițeri reacționari. Practic, noi dacă ne ducem în anul 29, pe atunci naziștii erau ceva caragios, erau o chestie pe care nimeni nu-l lua în serios. Erau pur și simplu oameni care fuseseră pe front, în linia întâi și pur și simplu erau inamici ai Republicii Parlamentare. Iar referitor la întrebarea dumneavoastră, aceea cu intrigile care se pot țese din interiorul structurilor publice, da, acestea de-a lungul deceniilor au secerat scaunele democrației Germaniei. Erau pur și simplu printre oamenii cu funcții publice, erau mulți astfel de oameni reacționari. Și putem să mai spunem aici și faptul că infracționalitatea în Germania este o infracționalitate diferită de cea care a fost, de exemplu, în Italia, Spania sau în alte țări, pentru că aici, practic, ce a reușit să ducă la finalitate, infracționalitatea, a fost asocierea, da, asociația. Adică nu era o chestie de familie, cum avem în cazul Italiei de multe ori, ci este asocierea aceasta a celor care cumva împărtășesc aceleași valori și se adună într-o asociație. Ja, zu der Atmosphäre gehört natürlich auch dieser Berliner Humor. Und da, also ich habe mich köstlich amüsiert über die dialektalen Einschübe und die sprichwörtlichen Redensarten. Und das war sicher für die Übersetzung, für Frau Tradoklid, wie haben Sie das gelöst? Das war sicher eine Herausforderung, vor allen Dingen die dialektalen Passagen. Haben Sie eine gute Lösung gefunden? Referitor la, să traduc întâi întrebarea, mă dă și după aia. Referitor la atmosfera pe care ați reușit să o creați, sigur, un element care a contribuit consistent a fost și umorul acesta berlinez, creat probabil deopotrivă prin faptul că ați presărat și expresii idiomatice și dialect berlinez. Cum a fost oare, doamnă Tvardohli, pentru dumneavoastră să traduceți acest umor berlinez în limba română? Ja, die Übersetzung an sich hat mit sich viele Herausforderungen gebracht, besonders im Sinne des Wortschatzes. Es war mir dabei wichtig, dass die rumänischen Leser und Leserinnen die Leichtigkeit des Romans immer noch zu spüren bekamen. Weil man kann dieses Buch auf Deutsch sehr genießen, im Sinne, dass man sich da reintaucht und nicht mehr rauskommt. Und man muss sich nicht immer 10.000 Gedanken machen, was man was der Autor damit sagen will, im Sinne, dass die
Sätze so gelungen sind, dass man sich sowohl amüsiert als auch weiß, was dieser Punchline gerade war. Das habe ich eigentlich versucht, nicht immer ein genaues Wort in dialektalisch auf Rumänisch zu finden, sondern etwas Alltägliches, was diese Atmosphäre, diese gemütliche Atmosphäre wiedergibt. Damit man wirklich das Gefühl hat, dass diese Figuren jetzt mir verständlich sind, dass ich so eine direkte Beziehung haben kann und genau dadurch die Zeitepoche besser verstehen kann und so das Gefühl habe, dass ich die Zeit miterlebe, dass ich auch zu Zeitgenosse werde. Natürlich ist die Frage für mich immer noch offen, inwiefern ich dies geschafft habe, aber die Absicht war sicherlich da. Super. Da, sigur, provocările au fost în primul rând din registrul acesta al vocabularului, dar eu am avut o intenție fundamentală. Intenția mea importantă pentru mine a fost ca cititorii să poată avea parte de o lectură în care tonul este unul așa, oarecum, nu doar ușor, chiar ușuratic, în sensul că lectura mea în germană fusese o lectură foarte savuroasă, care a mers foarte ușor, propozițiile fiind atât de reușite, atât de bine construite, încât chiar dacă mă întâlneam cu anume expresie dificilă, nu aveam o problemă să citesc. Și pentru mine asta a fost gândul care m-a condus, că nu trebuie să caut mereu corespondența literală a unei expresii, a unui cuvânt, ci să încerc să găsesc mai degrabă un cuvânt cotidian în limba română care să transmită ușurătatea, da? Tonul acesta ușuratic, și să pot, astfel încât cititorii să poată să simtă că pentru ei este accesibil să devină coparticipativ la epoca pe care doresc să o experimenteze și să poată avea această experiență foarte facil accesibilă. Und wie haben Sie das mit so speziellen Informationen historischer Art oder Namen gelöst? Haben Sie Fußnoten oder Endnoten? Haben Sie ein Glossar verwendet? Și cum ați făcut cu informațiile acestea foarte specifice, specific istorice, informațiile acestea, vorbeam mai devreme de documentarea intensă pe care a făcut-o domnul Kutscher, cum ați soluționat acest bagaj informațional? Ja, natürlich gab es ein privates Glossar sozusagen. Wenn man so ein ehrlich dickes Buch übersetzt, muss man auch ein bisschen aufmerksam sein, dass man immer ein Wort, also immer so weiter benutzt und nicht immer wieder ein Synonym benutzt, sodass der Leser oder die Leserin ein bisschen verwirrt wird. Öffentlich habe ich Fußnoten benutzt, denn ich habe festgestellt, dass es sehr viele Referenzen zu historischen Ereignissen gibt, wie zum Beispiel Blutmai, die im rumänischen Raum überhaupt nicht so bekannt sind. Natürlich den Fachleuten schon, aber im Allgemeinen sind diese nicht so ein Referenzpunkt sozusagen. Und deswegen habe ich versucht, im Text ein bisschen zu beschreiben, aber nicht und im Fußnoten wirklich altmodisch in zwei Sätzen zu erklären, worum es ging, damit es klar ist, wieso diese Ereignisse wichtig sind, ja, was sie als geschichtlicher Hintergrund zum Roman beitragen.
Răspunsul meu la această întrebare conține două părți. Am avut pe de o parte un glosar privat în care am încercat să securizez o consecvență în întrebuințarea termenilor. Dacă odată am tradus un termen într-un anume fel, în felul acela l-am folosit până la capăt. Asta deci a fost pentru uzul meu privat, ca să livrez ceva corect și consecvent. Și pe de altă parte, din punct de vedere public, am recurs la soluția notelor de subsol, în care, practic, am putut să explicitez oarecum, cât am putut eu de simplificat, respectivei termeni sau respectivele referințe de ordin istoric și istoriografic. De exemplu, blutmai este o sintagmă care în spațiul românesc nu este atât de cunoscută, da? Referitoare la revoltele care au avut loc în primăvara lui 29, aceste evenimente practic le-am putut lămuri pentru cititorul român care nu stăpânește suficient de bine poate nici limba germană, nici istoria culturii germane din perioada respectivă prin aceste note de subsol. Vielen Dank. Noch ein Kommentar aus der Chat. Frau Christina Popp bedankt sich sehr für die Übersetzung der ersten beiden Romane ins Rumänische und sagt, dass sie das Thema der Romane in einem Seminar der Universität verwendet hat und auch ein Kompliment an den Autor für eine gelungene Radiografie, detaillierte Radiografie des Zwischenkriegs Rumäniens. Ich kann das auch kurz auf Rumänisch vorlesen. Am savurat primele două romane ale domnului Kutscher, folosind tema romanului și pentru o lucrare de seminar la facultate. Multe felicitări pentru realizarea unei radiografii în detaliu a Berlinului interbelic. Und Frau Solcano hat zwei Fragen noch an Herrn Kutscher und das sind wahrscheinlich auch die letzten Fragen aus dem Chat. Die zwei Fragen lauten, wie haben Sie reagiert, als vorgeschlagen wurde, Ihre Romane für die Verfilmung einer Serie zu adaptieren? Und die zweite Frage ist, ob Sie an der Erstellung des Drehbuchs für die Serie beteiligt waren? Doamna Solcanu ne adresează două întrebări. Prima întrebare, domnule Kutscher, cum ați reacționat când ați primit propunerea ca ecranizarea să se materializeze într-un serial? Și a doua întrebare era referitoare, Ingrid, cam stu nu mai poți... Scenariu. Ați fost solicitat să contribuiți și la crearea adaptarea scenografică a romanului pentru seriale? Ja, ich habe mich natürlich gefreut, dass eine Firma wie X-Filme mit Tom Tykwer, einem Regisseur, den ich auch sehr schätze, sich für den Stoff interessiert hat, dass auf jeden Fall, wobei ich dazu noch sagen muss, ich freue mich über jede Adaption. Es gibt auch einen Comic zum Beispiel, es gibt Hörspiele, es gibt inzwischen auch Theaterstücke, die aus zwei Romanen gemacht worden sind. Aber natürlich genießt der Fernsehserie immer mehr Aufmerksamkeit, aber das ist ja auch gut so. Ich bin da nicht beteiligt, genau so wenig wie in anderen Adaptionen. Ich habe ja am Drehbuch nicht mitgeschrieben. Die Autoren sind die Regisseure. Die drei Regisseure haben auch die Drehbücher geschrieben und sich da auch durchaus ein paar Freiheiten genommen, was ja auch richtig ist bei Adaptionen. Aber es ist schon ein bisschen anders gelagert und ich habe das auch aus einem ganz wichtigen, wie ich finde, Grund gemacht, weil ich mit meiner Romanreihe damals noch nicht fertig war, aber auch jetzt noch gar nicht fertig bin. Ich habe ja insgesamt 10 Romane, die ich schreiben möchte. Dann ist die Reihe mit Gerion Rath abgeschlossen und ich habe gerade mit dem 9. gerade angefangen, also 2 muss ich noch schreiben und hätte ich mich da in das Babylon Berlin Projekt als Drehbuchautor mit eingeklinkt, dann hätte ich wahrscheinlich heute nicht mal den 5. Roman fertig und das darf nicht sein. Also ich bin da schon
mir ist es wichtig, dass ich da nicht zu viele Verzögerungen reinbringe. Ich war hier in Deutschland, kommen alle zwei Jahre kommt der nächste Radroman raus und das will ich auch so beibehalten. Und aus dem Grunde ist das für mich zwar das, auch, das Projekt, was die meiste Aufmerksamkeit genießt, aber letztendlich eines von mehreren Adaptionen meines Stoffes, über die ich mich alle sehr freue. Sigur, am fost foarte bucuros când am primit vestea și trebuie să vă mărturisesc că nu e singura, deci sunt mai multe adaptări despre care am primit știință. Există și un comic sau o carte de best desenate, dacă am înțeles bine, există două piese de teatru, dar eu la aceste adaptări nu particip. De exemplu, pentru serialul Babylon Berlin, autorii sunt trei regizori, cei trei regizori, tot ei au lucrat și la adaptarea scenografică și acolo chiar sunt bucuros că ei au intervenit în felul lor, adică au avut o altă pondere a acțiunii, a creionării, conturării personajelor, au avut alte preferințe și desigur, eu dacă mi-am propus, mi-am angajat față de mine însumi să fac 10 romane cu acest personaj Gereon Rath și în fiecare an am obișnuit publicul meu că în fiecare an apare un nou roman cu Gereon Rath. Anul acesta este numărul 9. Vreau să mă țin de această promisiune, de acest plan. Dacă aș fi ales să lucrez, de exemplu, ca scenarist pentru Babylon Berlin, nu aș fi ajuns acum probabil nici măcar la numărul 5, ceea ce nu ar fi fost ceva mulțumitor pentru mine. Deci consider că e bine să dai drumul operei să-și înceapă călătoria singură și să o lași să plece. Ja, schön. Wir sind so ziemlich am Ende gelangt. Am liebsten würde ich gerne noch einen kurzen Absatz vorlesen. Haben wir die Übersetzung vorliegen zum Absatz Hermannplatz? Das ja. Haben wir. Ja. Also wir schließen wieder mit einer Beschreibung der Stadt, die Architektur der Stadt. Der Roman ist ja so ein kleines Museum einer untergegangenen Stadt, fast so, wie wir das auch aus vielen, manchen rumänischen Städten kennen. Die gibt es nicht mehr so nach unserer Diktatur. Also die Diktatur, die Geografie der Stadt, das Gesicht dieser Städte verändert hat, das ist auch in Berlin so, es ist zum Teil auch ein verstümmeltes Gesicht, aber einige Gebäude stehen noch da, so zum Beispiel das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz, das heute noch mit seiner modernen Architektur in Neukölln etwas deplatziert erscheint. Ich lese vor. Der Hermannplatz hat sein Gesicht verändert. Der sandfarbene Koloss beherrschte den Platz und wirkte hier so deplatziert wie eine aztekische Pyramide. Wie zwei aztekische Pyramiden. Dieses zweitürmige Exemplar moderner Gigantomanie, ausgerechnet in Neukölln, wo sich vor wenigen Wochen noch Polizei und Kommunisten blutige Straßenkämpfe geliefert hatten. Rath bezweifelte, dass das Riesenkaufhaus aus dem Arbeiterviertel ein Stück New York machen würde. Doch die Berliner hatten die Eröffnung seit Wochen entgegengefiebert. Und sie liebten das Kaufhaus vom ersten Tag an. Da, aș vrea să închei, pentru că ora este foarte avansată, aș vrea să închei din nou cu o descriere a orașului, care apare aici ca un mic muzeu al unui oraș în complet declin, în completă prăbușire. Practic toată fizionomia orașului la sfârșit apare ca o față mutilată și obiectivul descrierii se duce pe clădirea Karstadt în Neukölln, care apare oarecum deplasată în contextul orașului. Hermannplatz se schimbase mult la față. Colosul de culoarea nisipului trona deasupra pieței și arăta la fel de ciudat ca o piramidă aztecă, ca două piramide. Acest superb exemplar de megalomanie modernă avea două turnuri și era amplasat tocmai în Neukölln,
locul în care, cu doar câteva săptămâni înainte, au avut loc însângeratele lupte de stradă între polițiști și comuniști. Rad se îndoia profund că acest centru comercial va aduce un suflu new-yorkez cartierului muncitoresc. Cu toate acestea, berlinezii au așteptat nerăbdători, săptămâni la rând, marea deschidere și se părea că restaurantul de pe acoperiș se bucura de o popularitate ieșită din comun. Ja, ich denke, für mich persönlich ist die Qualität dieses ersten Romans, dieses Pilotromans, liegt vor allen Dingen darin, dass die Leser sich ihren Roman aussuchen können. Also für mich persönlich, mich hat fasziniert die Architektur, die Landschaft dieser Stadt in diesem Roman. Und mit Ausblick auf den zweiten Roman, den es bereits schon auf Rumänisch gibt, und vielleicht kann man irgendwann auch ein Gespräch darüber haben, da ist eine ganz andere Welt, die sich uns auftut, vielleicht die Welt des Tons, des Films, der Dreharbeiten in 1930 in Berlin. Ja, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch an Frau Tvadoklip und Herrn Kutscher und haben mich wirklich sehr gefreut, ein so lebendiges Gespräch heute Abend hier zu haben. Pentru mine personal, calitatea romanului pilot este în primul rând reprezentată de faptul că cititorii își pot alege și își aleg romanul, în sensul că aici avem descrieri atât de frumoase ale arhitecturii, întregul peisaj al orașului este descris în mare, cu mare lux de amănunte și, sigur, acesta este primul roman. Pentru un al doilea ne-ar trebui o a doua discuție, o a doua seară pentru cel de-al doilea roman care continuă seria aceasta și care există de asemenea în limba română grație traducerii doamnei Tvartohlip. Acolo, în prim plan, este plasat sunetul, este plasată lumea filmului, apar alte elemente care sunt aduse în prim plan, prin instrumentul narațiunii, dar doresc să vă mulțumesc în special pentru faptul că am stat astăzi împreună și am vorbit despre primul roman, romanul pilot, din seria celor 10 romane dedicate personajului Gerion Rath în perioada interbelică din Berlin. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, mulțumesc și traducătoarei că a fost alături de noi, vă mulțumesc domnule Volker Kutscher că ați acceptat invitația noastră. Și mă bucur nespus că am putut avea această discuție. Ich bedanke mich auch. Danke an alle Teilnehmenden. Vă mulțumesc și eu tuturor. Danke Anna Maria. Danke Madalina Cesaro im Hintergrund. Danke, și eu mulțumesc. Ich wünsche einen schönen Abend mit deiner guten Lektüre. Vă doresc tuturor o seară frumoasă și o lectură plăcută a acestui minunat roman. La revedere! Auf Wiedersehen!